Hallo, heute möchte ich mich doch mal zu Wort melden, weil ich zunehmend sehe, dass immer mehr Anbieter auf die Online-Weiterbildung in dem Bereich Industriemeister einschwenken. Bevor man sich für eine Weiterbildungseinrichtung entscheidet, solltet ihr die Seriosität des Anbieters einmal genau prüfen. Aber woran erkennt man die Seriosität eines solchen Unternehmens? Am besten ist es natürlich, wenn es schon zahlreiche Absolventen gibt, die mit dem Anbieter zufrieden waren oder darüber berichten können. Das wäre schon mal ein signifikanter Hinweis auf die Qualität. Aber genau da liegt das Problem. Wie wir unschwer bei der Marktanalyse erkennen können, sind die Unternehmen, die schon lange am Markt sind, kaum in dem Online-Weiterbildungsbereich zu finden. Die meisten etablierten Unternehmen setzen nach wie vor auf die konservative Vollzeit- oder Teilzeitausbildung in Seminarform vor Ort. Aber warum ist das so? Auch hier einmal hinter die Gardinen geschaut. Die strategischen Überlegungen eines solchen Unternehmens zielt auf die Auslastung der gebuchten und reservierten Räume, die ohnehin schon meistens bei diesen Traditionseinrichtungen vorliegen. Es liegt also nur auf der Hand, dass Traditionsunternehmen ihre vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen genauso weiter nutzen wollen wie in der Vergangenheit. Aber beim Online-Unterricht sieht die Sache ganz anders aus. Der Unterricht findet zu Hause statt und mehr als einen Arbeitsplatz für die Dozenten, entweder im Unternehmen oder von zu Hause aus, bedarf es nicht. Das senkt die Betriebsausgaben des Unternehmens. Diesen Preisvorteil könnten die Weiterbildungseinrichtungen an ihre Seminarteilnehmer weitergeben. Das geschieht aber tatsächlich bei den derzeitigen Angeboten nicht. Start-up-Unternehmen erkennen diesen Sachverhalt sofort und setzen hier auch an. Das Hauptproblem bei den Newcomern ist, dass sie aber noch nicht auf nachweisbare Erfolge verweisen können und das Vertrauen der Kunden damit zu gewinnen erschwert. Solche Start-up-Unternehmen werden häufig von Dozenten, die Erfahrung in der Weiterbildung haben, gebildet. Transparenz ist hier das Zauberwort. Je bekannter die Dozenten sind, die diese Weiterbildungsmaßnahme durchführen, umso eher kann man einen solchen Bildungsträger vertrauen. Wie mir von verschiedenen Lehrgangsteilnehmern, die an solchen Online-Veranstaltungen teilgenommen haben, berichten, kommt das Erwachen über die Qualität des Unterrichts erst nach dem Vertragsabschluss. Daher ist es wichtig, sich über die methodischen und organisatorischen Strukturen eines solchen Unternehmens Klarheit zu verschaffen. Nur wie macht man das? Eine gute Möglichkeit könnte Probeunterricht sein, der natürlich auch kostenfrei sein sollte, damit sich potenzielle Interessenten nicht schon von vornherein durch Zahlungen abgeschreckt fühlen. Gut geeignet ist aber auch YouTube, bei dem sich zahlreiche Anbieter mit ihren Lehrvideos präsentieren und sich selbst darstellen. Hier gibt es Anbieter, die schon länger am Markt sind und andere, die jetzt erst neu dazukommen. Die, die länger aktiv sind, müssen schon auf wirtschaftliche Erfolge verweisen können, denn sonst wären sie jetzt sicher nicht mehr am Markt. Ja, die Start-up-Unternehmen haben es schwer, in den Markt zu kommen, weil eben das Vertrauen der Lehrgangsteilnehmer in die neue Unterrichtsstruktur und manchmal auch die Art und Weise, wie dort einem etwas vermittelt wird, nicht zusagt. Also all denen, die sich mit der Online-Weiterbildungsvariante beschäftigen, bleibt es nicht erspart zu recherchieren, am Ende das Gespräch mit den Anbietern zu suchen, um sich so eine eigene Meinung bilden zu können. Aber aufgepasst, nicht sofort für den nächstbesten Lehrgangsanbieter entscheiden, in einschlägigen Foren einfach mal nachfragen, wie es gelaufen ist, die gewonnene Information dann nochmal durch den eigenen persönlichen Wahrheitsfilter schicken, denn nicht alle Anbieter stellen sich dort auch objektiv dar. Am Ende bleibt dann nur das persönliche Gespräch und ein glückliches Händchen, damit man das findet, was man sucht. Wenn ich kann, bin ich euch gern dabei behilflich. Bis dahin.